das ist üblicherweise früher zum Ausgang rausgeflossen, zum Eingang. Das ist noch heute nicht mehr so, weil der ursprüngliche Eingang, da steht jetzt ein Haus drauf. Jetzt hat es einen anderen Eingang und deswegen muss das Wasser jetzt abgepumpt werden. Unterwegs ist unterirdisch, vor allem wenn es zu viel geregnet hat, wie die letzten Tage. Hier sieht man es wunderschön. Der Fluss immer wieder Steine mitgebracht hat, dann mal eine Weile nichts. Und dann kam der Fluss wieder und hat wieder Steine mitgebracht. Dann wieder eine Weile nichts und dann kam der Fluss wieder und hat Steine mitgebracht. Schräg, das ist super schwer und anstrengend zu laufen. Ja, vor allem, weil ich die Hände so voll habe. So, hier vorne kommt dann der neuere Teil, dann wird das dann leichter. So, wieder. Da haben wir die Löcher, wo sie Sprengstoff gesetzt haben. Da sind Stein reingebohrt, Sprengladung reingestopft und dann haben sie es hochgejagt. Schlimmerweise ist es auch nasser. Das ist ein Bergeis, ja. Ja, vermutlich sind die Kollegen unten schon am Arbeiten. So, das ist mein absoluter Lieblingsteil hier. Die Geräuschkulisse von dem fallenden Wasser, das ist einfach wundervoll. Der voll? Das ist ja schon mal was. Da wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Da war noch keiner. Ja, bitte. Deiner sitzt nicht richtig. Ja. Ja, wir gehen mal gucken. Aber da musst du ein bisschen aufpassen, weil das Loch ist im Boden. Bonk. Warum ist das so wahnsinnig wichtig, hier einen Helm zu tragen? Man stößt sich ja doch ständig den Kopf.
je. Ich glaube nicht, dass wir da heute buddeln. Das ist komplett zugelaufen. Neueste Gang sogar. Hier haben sie bereits mit Pressluft gearbeitet und haben Schwerspat abgebaut. Ja, ich sehe, der See ist auch voll. Wow. Wunderschöner See. Ach, du nicht. Deine Gummistiefel gehen da komplett unter. Bei mir wird es vielleicht gerade noch so gehen. Ja, die wachsen hier im Dunkeln. Die blühen irgendwann mal auf und vergehen dann wieder. Und da kommt normalerweise nie Licht dran. Naja, die haben das früher, den Dreck nicht rausgetragen, sondern wieder aufgeschüttet, wenn sie das Wichtige rausgeholt haben. Und deswegen war das alles wieder zugeschüttet. Und was der Verein jetzt macht, ist im Prinzip den ganzen Dreck raustragen, damit man die Mine in ihrer ganzen Pracht erleben kann. Autsch. Finde ich so faszinierend. Heute ist sie trocken. Aber wenn die nass ist, dann glitzert das hier in lauter kleinen. Ja, da unten sieht man es ein bisschen. Da ist ein Tropfen, zwei Tropfen. Und wenn es alles voll mit diesen Tropfen ist, dann ist das ein wunderschöner Anblick hier. Ach, Entschuldigung. Habe ich nicht aufgepasst mit der Lampe. Müsste eisenhaltig sein. Eisen plus Wasser plus Luft oxidiert und wird grün. Ja. Ah, da ist ja. Die Strömung ist richtig stark heute. Richtig starke Strömung. Und da hing der Strom dran, als wir schon mit den Maschinen gearbeitet haben. Und mit Pressluft. Da haben sie so den Strom reingelegt. So, da sind wir am Ausgang.